Und dann habt ihr eure Decke quer auf der Matte und rutscht mit dem Becken ein bisschen von der Decke weg, sodass ihr mit den Schulterblättern auf der Decke landet und der Kopf dann aber wieder entspannt auf dem Boden liegt. Und die Arme gern wie ein T zur Seite oder nach vorne abgelegt. Ganz gern die Augen einen Moment schließen und deinen Atem fühlen. Hier mal deinen Körper wahrnehmen. Dann mal schauen, ob du die Gesichtszüge noch ein bisschen entspannen kannst. Bauchdecke entspannt ist und so dein Atem ein bisschen tiefer einströmen. Langsam voller Leichtigkeit der Atem wieder ausströmen kann. Oh, nähere dich mit jedem Atemzug, also diesem Bereich, wo du die Bewegung deines Atems spüren kannst und bleibst in diesem Spüren für dich für einen Moment. Stell dann langsam die Füße auf und lass die Knie zur Seite sinken für einen liegenden Schmetterling, einen liegenden Schuster. Die Leisten weich werden lassen. Und so entsteht für dein Becken Raum, auch für all die Organe, die in deinem Becken liegen. Und durch den tiefen Atem entspannst du deinen Bauch und innerlich die Organe. Falls du in deinem Hüftgelenk keinen Impuls spürst, kannst du ausprobieren, die Füße insgesamt so ein bisschen weiter weg von deinem Becken, immer noch zusammen, immer noch im Schmetterling, aber so ein bisschen weiter wegzubringen. Natürlich ändert sich etwas im Winkel. Also kann vielleicht nochmal ein Teil in deinem Hüftgelenk angeregt werden, wo es für dich deutlicher zu spüren ist. Atme für dich noch dreimal tief ein und aus. Lass die Augen aufgehen, roll dich über die Seite und komme zum Sitzen in einen Schneidersitz. Gerne auch ein bisschen höher auf der Decke, die du da jetzt schon gefaltet hast. Nimm die Hände in Anjali Mudra vor deinem Herzen und schließ die Augen, um hier den inneren Raum zu spüren, damit eine Nähe entstehen kann zu dir selbst. Öffne die Augen, heb die Arme an, lass sie ruhig gebeugt, einatmen und in der Ausatmung werde ruhig ein bisschen rund, senke die Stirn, Hände bis zum Bauch gerne senken. Einatmen, streckst dich lang. Ausatmen, runde dich und senke dein Anjali Mudra in deinem eigenen Atemfluss ein paar Mal.
Machst dann das nächste Mal deine Arme oben und drehe nun nach rechts in eine Variante des Drehsitzes. Gib dein Brustbein an und wandere, wenn du magst, mit deiner Hand noch mehr hinter die linke Pobacke. So, dass im rechten Brustbereich die Dehnung für dich zu spüren ist. Ein ruhiger, gleichmäßiger Atemfluss. Beim nächsten Einatmen komme mit den Armen wieder weit nach oben. Leg deine linke Hand für eine Seitneigung ab. Neige dich jetzt nach links. Schiebe hier nochmal schön deine rechten Rippen raus. Senke deinen Blick gerne zum Boden, damit dein Nacken entspannt bleibt. Von hier leg die Hand langsam ab und bring die Hände in Anjali Mudra vor dein Herz. Arme gehen hoch, einatmen, nochmal so eine kleine Katzenwelle ausatmen. Einatmen hoch, ausatmen, runde dich. Einatmen, bleibe und drehe jetzt nach links, lass deinen Atem fließen. Also wenn du in der Haltung ankommst, spüre hier den Nackenbereich, sodass du dich hier frei machst, nochmal von den Spannungen löst. Und die linke Hand muss jetzt hier gar nicht so weit links bleiben, sie kann ein bisschen mehr hinter die rechte Gesäßhälfte wandern. Gib den Brustkorb gerne noch mal ein bisschen an und spüre die Weite in der linken Seite. So, geh mit den Armen nach oben. Lege jetzt deine rechte Hand ab, neige dich nach rechts. Und schieb die linken Rippen hier nochmal ein bisschen raus, auch wenn du dadurch etwas höher kommst. Ja, aber dadurch hast du einfach viel mehr Wirbelkörper, die du hier öffnest. Dich hineinfühlen mit dem Atem. Und so wieder dir selbst ganz nah sein. So, legen die linke Hand ab. Wechsel einmal den Beinschlag. Komm gerne von deiner Decke runter für die Sufi-Kreise. Die Hände entspannt, gern die Augen geschlossen. Und dann beginne mit langsamen Kreisen. Konzentriere dich erst einmal auf den unteren Rücken, auf die Bauchorgane, die mitmassiert werden. Lass dann die Aufmerksamkeit wie eine Spirale ein bisschen hochwandern. Da, wo du den Übergang spürst von deiner Lendenwirbelsäule zur Brustwirbelsäule. Also in diesem Übergang wird die Bewegung vielleicht nicht mehr ganz so durchlässig. Wahrnehmen, wie sich hier die Bewegung anfühlt. Dann wandere nochmal so ein bisschen höher, auf Höhe deiner Achselhöhlen. Und weiter hinauf zu deiner Halswirbelsäule. Spür mal, ob du jetzt den Kopf entspannen möchtest oder hier etwas Stabilität bewahren möchtest. Und dann ganz frei die gesamte Wirbelsäule kreisen. Dann einmal in die andere Richtung fließen.
Werde kleiner mit der Bewegung. Immer kleiner. Komm mit der Aufmerksamkeit langsam wieder bei deinem Becken an. Schließ die Augen einen Moment. Spür nach. Und schenk dir eine tiefe Ein- und Ausatmung. So, stell dann die Füße auf und leg dich zurück in die Rückenlage. Stell die Füße nah an dein Becken und belaste deine Füße gleichmäßig, wenn du jetzt in eine Schulterbrücke kommst und gleichzeitig mit dem Heben deines Beckens deine Arme hinter deinen Kopf kommen. Mit der Ausatmung rollst du zurück und die Arme gehen wieder nach vorne Richtung Füße. Zwei, dreimal für dich. Und wertfrei deine Atmung, also die Tiefe und die Qualität deines Atems spüren. So, geh dann hoch, nimm die Arme nach hinten und für die erste Hälfte deiner Ausatmung senkst du deinen rechten Arm, für die zweite Hälfte deinen linken Arm. Dann gehen wieder beide Arme gleichzeitig nach hinten einatmen. Beginne jetzt erst mit dem linken Arm ausatmen, die erste Hälfte, die zweite Hälfte mit dem rechten Arm. Nochmal an, mit Ansage, einatmen, beide Arme gehen zurück, Becken geht hoch. Erste Hälfte ausatmen, rechter Arm, zweite Hälfte dein linker Arm. Heb dein Becken, bring beide Arme zurück. Und dann nimm den linken Arm, ausatmen und weiter ausatmen, der rechte Arm. Und dann mach das für dich ein paar Mal, ungefähr eine Minute. Beide Füße gleichmäßig belasten und so synchron wie möglich mit deinem Atem die Bewegung ausführen. Nächsten anheben, lass beide Arme hinter deinem Kopf, atme weiter. Nimm mal deine Schultern wahr, wie sie liegen. Und bitte lass jetzt deine Arme hinter deinem Kopf, wenn du ausatmest und dich langsam abrollst. Bring dein Becken zum Boden. Zieh dich hier nochmal lang und lass den Atem fließen. Mal einatmen, ausatmen, schieb deinen unteren Rücken zum Boden. Lauf dann mit den Füßen nochmal so ein Stückchen vom Becken weg. Bewahre dir aber bitte den Kontakt vom unteren Rücken zum Boden. Wenn du merkst, er löst sich, bleibst du. Kannst auch die Fußsohlen vom Boden lösen. Und dann langsam entspanne. Und komm in ein Päckchen. Und schaukel dich jetzt ein bisschen von Seite zu Seite. Und komm in der Mitte an, strecke locker beide Arme, beide Füße nach oben zur Decke. Und kreise deine Füße und deine Hände, sodass deine Gelenke eingeschmiert werden. Die Zehen dabei krallen und spreizen.
Und ändere die Richtung. So, das Kreisen beenden. Schüttel jetzt deine Füße, die Beine, die Hände, die Arme aus und atme kräftig durch die Nase ein und aus deinem Mund aus. Nochmal ausatmen, komm in dein Päckchen zurück, spür einen Moment nach und roll dich jetzt mit deiner Stirn zu deinen Knien auf, schaukel dich zum Sitzen oder komm über die Seite zum Sitzen mit den Füßen aufgestellt. Komm in die Sternhaltung. Und lass deine Knie entspannt nach außen sinken und roll dich hier ein. Roll dein Kinn ein zu deinem Brustbein. Verbinde dich mit einer gleichmäßigen Atmung. Und dann heb dich hier, nimm dein rechtes Knie nach innen, deine linke Fußsohle auf Höhe des Knies. So, und dann stütz dich ab, komm nach oben, heb deinen Arm und spann deinen Arm über deinen Kopf. Und nimm in deinem Körper die Dehnung wahr. Atem nochmal einströmen. Und mit der Ausatmung sinke zurück. Wechsel dein Bein. Das linke Knie ist eingedreht, der rechte Fuß ziemlich weit oben auf Höhe deines Knies. Und dich abstützen, die Leisten vorn, den linken Arm über deinen Kopf. Gut, leg jetzt die Hand am Boden ab, bleib mit dem Gesäß in der Luft, lauf vor und komme von hier in den Vierfußstand. Komm mit den Knien zurück, spreizen die Finger auf und bringen die Knie so ungefähr mattenweit nach außen. Linke Hand zur Mitte, einatmen, heb deinen rechten Arm, ausatmen, dreh dich nach links ein. Komm wieder hoch, einatmen, eindrehen mit der Ausatmung. Einatmen, einmal noch eindrehen. Heb den Arm nach oben ein und leg deine Hand ab. Wechsle, den linken Arm in der Einatmung heben. Ausatmen, dreh dich ein. Einatmen. Und eindrehen, ausatmen. Heb den Arm. Ausatmen, drehen. Einatmen. Und dann leg die Hand ab. Lass die Hände schulterweit auseinandergehen. Streck dein rechtes Bein aus. Nimm den linken Fuß mit nach hinten in dein Brett. Und komm von hier zum herabschauenden Hund. Knie beugen. Und dann mal hier so langsam in deinen Beinrückseiten öffnen. Lauf ein kleines Stückchen mit deinen Füßen vor, sodass eventuell die Fersen zum Boden kommen oder sich dem Boden mehr nähern können. Und runde deinen Rücken, roll dein Kinn ein zum Brustbein. Gib Kraft in deine Hände, schieb dich hier mit gerundetem Rücken mehr nach hinten zurück Richtung Beine. So, dann kommt dein Blick zu deinen Händen. Lauf langsam
zu Ihnen nach vorne. Kommen den geraden Rücken in der Einatmung. Ausatmen in die Vorwärtsbeuge. Wir rollen auf, die Arme nach oben. Ausatmen, die Hände zum Herzen. Dann löse deine Hände. Ja, eigentlich brauche ich nur nach vorne Platz. Und schaut, dass die Arme jetzt wie auf zwei Schienen, wie beim, ja, wenn du ein Zug wärst und auf den zwei Schienen bist, dass deine Arme locker vor und zurück schwingen. Dein Blick auf einen Punkt gerichtet. Spürst deinen Atem. Ja, und schwingst die Arme jetzt ganz locker auf Schulterhöhe. Dann konzentriere dich mal auf deinen rechten Arm und zähle. Also wenn der rechte Arm vorne ist, ist es eins. So, eins, zwei, drei, vier, kann ein großer Kreis entstehen. Zwei, drei, vier. Okay. Oder du guckst einfach mal, dass der linke Arm nach oben geht, dann mal der rechte Arm nach ein paar Mal schwingen oder du zählst es immer das vierte Mal. Gut, Melle. Drei, vier. Lass die Arme richtig schön locker. Wirklich so, dass sie, dass kaum Kraft dabei ist. Kein Tai Bo. Kennt ihr das überhaupt noch? Ich habe da mal so einen Kurs gemacht. So, noch einmal kreisen. Und dann schwingen deine Arme locker aus. Schließ kurz die Augen. Drück die Füße in die Erde und mach dich ganz lang in deinem Nacken. Atme ein und über den Gaumen ausatmen, schön lang machen. So, blinzle jetzt deine Augen auf. Komm zum Anfang deiner Matte. Nimm die Arme nach oben. Atme ein. In der Ausatmung verneige dich Uttanasana. Also ich komme mit dem rechten Fuß zurück, springe ruhig noch ein kleines Stückchen weiter zurück und dann löse deine Arme nach hinten. Kreise deine Schultern zurück, richte dich auf nach oben und sinke in deine Ausatmung mal ein bisschen tiefer in dein linkes Knie. So, senke deine Arme und so ab, wie wenn du einen großen Ball halten würdest und greif mit deiner linken Hand hier zu deinem rechten Arm und dreh dich nun langsam nach links. Der rechte Arm entspannt, du löst dein rechtes Schulterblatt von der Wirbelsäule. Geh gedanklich zu diesem Spalt zwischen Wirbelsäule und rechtem Schulterblatt und lass gerne hier in deiner Vorstellung den Atem hinfließen. Oh, leg dann langsam deine Hände zur Erde ab und bring den linken Fuß in den herabschauenden Hund. Mit den Knien zur Erde und den linken Arm schräg für ein halbes schmelzendes Herz. Bring deine rechte Hand weit vor und sinke mit deiner Stirn zu deinem linken Unterarm. Spür, wie die Zunge weich an deinem Gaumen aufliegt und bleibt im Kiefer gelöst. Wir drücken mit der rechten Hand etwas in die Erde, schieben das Becken weiter nach hinten, sodass die rechte Seite noch mal ein bisschen weiter werden kann.
Und runde dich dann von deinem unteren Rücken, stütze dich mit den Händen ein bisschen weiter vorne ab. Und dann lass deine Leisten, dein Herz zum Boden schmelzen. Kreis die Schultern zurück, beginn dreimal in die Cobra. Heb dich einatmen, ausatmen, sink zum Boden zurück. Die Arme am Körper, einatmen, langsam heben. Ausatmen, sinken. Einatmen, heb dich. Und dann komm zum Boden und für die Flosse nimm den rechten Arm raus, gerne ein bisschen höher. Und beug dein linkes Bein, roll dich auf deine rechte Seite. So, schau, dass du, oft ist das Becken ein bisschen zu weit hinten, also komm ruhig mit dem Becken ein bisschen vor, dass eine Linie ist von Schulter, Becken und Fuß. Und gerne kannst du deine linke Faust wie ein Kissen unter die rechte Kopfseite bringen. Die Augen schließen und wieder in dieser Ruhe ganz nah sein. Und dann langsam in die Bauchlage zurück. Stell deine Hände neben deine Rippen auf, länge den Nacken, die Zehen aufstellen, schieb dein Gesäß weit nach hinten, ein langgezogenes Kind und daraus zum herabschauenden Hund. So, lauf dann gemütlich vor zu deinen Händen. Länge deinen Rücken, einatmen, ausatmen, Uttanasana. Einatmen, heb die Arme hoch. Hände zum Herzen, mal einen Moment die Augen schließen. Atme dich an den Körperstellen frei, wo du entspannen möchtest. Öffne dann deine Augen, heb die Arme zum Berg, einatmen, ausatmen in die Vorwärtsbeuge, Uttanasana. Komm mit deinem linken Fuß zurück, löse deine Hände einmal nach hinten, die Schultern zurückreißen, dann heb die Arme nach oben. Der Bauchnabel geht rein, wir sinken in das rechte Knie ein bisschen tiefer und halten hier wieder einen großen Wasserball. Greife mit deiner rechten Hand zu deinem linken Oberarm und komm in eine sanfte Drehung nach rechts. Ja, und stell dir gedanklich diesen Spalt vor, durch diesen sanften Zug zwischen Wirbelsäule und linkem Schulterblatt. Ja, dann lass den Atem dorthin fließen, in diesen Raum, um dich hier von Verspannungen zu lösen. Gut, die Hände zur Erde bringen. Bring den rechten Fuß in den herabschauenden Hund. Mit den Knien zur Erde. Lege den rechten Arm schräg ab für das halbe schmelzende Herz. Nimm die linke Hand vor. Und sinken ganz entspannt mit der Stirn zum rechten Arm. Wenn du dich dann hier hineingespürt hast, gib nochmal etwas Kraft mit der linken Hand in die Erde und schieb das Becken einen Millimeter mehr nach hinten weg von deiner linken Hand.
Lang ausatmen. Beginne dich vom unteren Rücken her aufzurollen und stütze dich ab mit den Händen. Ein bisschen weiter vorne, also nicht direkt unter den Schultern. Kannst auch mit den Knien ein bisschen zurückgehen und langsam deine Leisten, dein Herz zur Erde ablegen. Also deine Schultern zurück, Arme am Körper, Kobra ein. Ausatmen, zurück zum Boden. Einatmen, dein Herz heben. Ausatmen, weich zur Erde sinken. Einatmen. Und dann lege dein Herz ab und nimm deinen linken Arm zur Seite für die Flosse. Und gehen wieder ein bisschen höher. Es muss nicht genau die Linie der Schulter sein, kann ein bisschen höher sein. Beug dein rechtes Bein und roll auf die linke Seite. So. Gerne nochmal hier das Becken ein bisschen vorschieben. Und dir die rechte Faust unter den Kopf legen. Die Augen geschlossen für deinen entspannten Atem. Dein Gesicht und den Kiefer entspannen. Langsam komm zurück in die Bauchlage. Bring deine Hände neben deine Rippen, Zehen aufstellen, komm in ein langgezogenes Kind und hoch zum herabschauenden Hund. So, beginne jetzt mit deinen Fersen auf und ab zu federn. Halte einen schönen Kontakt mit deinen Händen zur Erde. Und heb auch immer wieder gerne mal die Füße von der Erde ab. Ein leichtes Hüpfen. Ein bisschen vor- und zurückhüpfen. Gekreuzt hüpfen. Versetzt hüpfen. Und mit beiden Füßen mal hin und her. So, und dann komm zur Ruhe, tiefe deinen Atem. Und lauf jetzt langsam zu den Händen. Komm in den geraden Rücken, atme ein, ausatmen in die Vorwärtsbeuge. Einatmen, nimm die Arme nach oben, ausatmen, die Hände zum Herzen. Gut, der rechte Fuß geht jetzt nach hinten oder man kann auch sagen, das linke Bein schlägt über das rechte. Komm mit dem rechten Fuß so weit wie möglich nach links, gerne auch auf die Fußaußenkante. Du beugst dein linkes Bein, nimm deine Arme hoch, einatmen und in der Ausatmung neige dich nach links. Die linke Hand geht nach unten. Der rechte Arm spannt sich über deinen Kopf und du drehst die Handfläche hoch zur Decke. So, senke deinen rechten Arm. Bleib jetzt mit dem linken Bein vorne. Der rechte Fuß kommt jetzt neben deinen linken. Und wir beugen uns langsam in eine Vorwärtsbeuge. Dabei ist tendenziell das rechte Bein ein bisschen gestreckter als dein linkes Bein. Drehe dich auch gerne noch mal ein Stückchen nach links, langsam. Lass den Atem fließen. Komm mit den Händen zur Mitte zurück, ein bisschen vor. Und dann stell den linken Fuß neben den rechten ab. Also die normale Fußstellung. Gerader Rücken einatmen, ausatmen in die Vorwärtsbeuge.
Roll dich auf, heb die Arme und bring die Hände zum Herzen. So, das rechte Bein über deinem linken, das linke Bein ist hinten. Geht so weit wie möglich nach rechts, vielleicht auf die Fußaußenkante. Also so eng wie möglich. Ja, wenn das Bein zu weit vorne ist, das rechte, kannst du nochmal für dich austesten, ob du das Bein auch, es geht nicht ganz eine Linie, aber doch schon ziemlich nah auf einer Linie. Nimm die Arme hoch, einatmen, ausatmen, neige dich nach rechts und senke deinen rechten Arm ab. Dreh deine linke Handfläche hoch und vertiefe die Atemzüge. Na, dann senke langsam den linken Arm ab. Komm mit deinen Fußaußenkanten zueinander. Das rechte Bein ist vorne. Und rolle dich in eine Vorwärtsbeuge nach unten ab. Werde dich hier schön frei in deiner linken Kniekehle. Und wenn du magst, komm auch nochmal für einen kleinen Moment ein bisschen nach rechts gedreht in die Vorwärtsbeuge. Oh, langsam zurück. Ja, nimm den linken Fuß wieder nach links. In den geraden Rücken einatmen. Ausatmen, Vorwärtsbeuge. Stell deinen rechten Fuß jetzt zurück. Stell ihn schräg für den Krieger 2 und komm in einen Krieger 2 mit deinen Handflächen nach oben. So, atme ein, ausatmen, sink noch mal etwas tiefer in dein linkes Knie und dann schiebe deine Arme zurück. Achte darauf, dass du nicht zu stark in dein Hohlkreuz kommst und am Endpunkt deiner Bewegung federe ganz leicht mit deinen Armen. Das Einatmen, schwingen die Arme etwas zurück. Im Ausatmen schwingst du sie weiter Richtung Körperrückseite. Oh, komm zur Ruhe, dreh die rechte Handfläche nach unten, neige dich in einen friedvollen Krieger. Den Blick gerne zum Boden. Dann drück den rechten Fuß nochmal fest in die Erde, während du mit dem linken Knie weiter vorsinkst. Einatmen, ausatmen, bring deine Hände zur Erde, heb deine rechte Ferse und leg sie zum Boden ab. Beuge auch den Fußrücken, stütz dich auf deinem linken Oberschenkel mit deiner Hand ab, beuge den rechten Fuß, das rechte Bein, greif nach dem Fuß. Nimm dir gerne deine Decke, die du hast, und sink dann etwas tiefer in deine, mit dem Becken nach vorne, Richtung linke Ferse. Und wenn du dich hier gut stabil fühlst, kannst du auch gerne deinen linken Arm heben und das Jin Mudra fassen. Daumen, Zeigefinger als Symbol der körperlichen und geistigen Verbindung. So, leg die Hände ab, bring dein linkes Knie hoch, einatmen. Mit der Ausatmung setzt den linken Fuß zum herabschauenden Hund. Fließ dann in das Brett, einatmen, ausatmen in die Bauchlage. So, schieb dann die Beine etwas raus. Nimm deinen linken Arm vor, beuge dein rechtes Bein und greife hier nach deinem Fuß. So, falls dein Knie jetzt hier so ein bisschen zur Seite ist, bring es so nah wie möglich zu deinem linken Knie zurück und drücke nun deinen Fuß in deine rechte Hand.
Wenn du etwas höher kommen möchtest, nimmst du die linke Hand Richtung Körper und hebst dich hier mit, ja, mit dem Druck deiner linken Hand den Oberkörper etwas weiter nach oben an. Nimm die Variante, mit der du dich wohlfühlst. Und dann löse langsam. Stütz dich auf deine Unterarme. Komm in eine geneigte Sphinx. Lauf mit deinen Unterarmen nach links. Und dann entspann dein Gesäß. Gib einen sanften Druck mit den Ellbogen in die Erde und konzentriere dich auf deine Atmung, auf deine innere Ruhe. Mit dem Gewicht nur auf den rechten Arm kommen. Dadurch kommst du wieder entspannt zur Mitte. Die Hände neben deine Rippen, die Zehen aufstellen. Schiebe dich in ein langgezogenes Kind und hoch zum herabschauenden Hund. So, lauf zu deinen Händen, bis du in den geraden Rücken kommst. Hier einatmen. Ausatmen, Uttanasana. Setz dich nun tief, Utkatasana, nimm die Arme hoch. Bleib hier, setz dich gerne noch mal ein bisschen tiefer. Spüre deine Kraft, atme noch mal tief ein. Mit der Ausatmung komm in die Vorwärtsbeuge. Und setz nun hier deinen linken Fuß weit nach hinten zurück. Stell ihn schräg für den Krieger 2. Und deine Handflächen, ein bisschen tiefer kommen, deine Handflächen nach oben. Bauchnabel einziehen. Und dann schieb die Arme zurück, bis ein angenehmes Gefühl von Weite entsteht. Und federe. Atme ein. Atme aus und federe noch leichter. Die Arme werden noch weit. Versuch hier noch freier zu werden in deinem Schultergelenk. Mit dem rechten Arm ein bisschen mehr vor, mit dem linken Arm noch weiter zurück. Oh, lass die Bewegung zur Ruhe kommen. Linke Hand nach unten drehen. Neige dich in den friedvollen Krieger. So, spüre, wie der linke Fuß in die Erde drückt. Und dann sink tief in dein rechtes Knie. Die rechten Rippen rausschieben. Einatmen. Ausatmen, leg die Hände zurück zur Erde ab, heb die linke Ferse und dann bring dein Knie zum Boden. Oh, stütze dich mit deiner rechten Hand auf dem Oberschenkel ab, greife, wenn möglich, zu deinem linken Fuß und dann sinke mit dem Becken tief. So, lass in den Schultern los, halte den Nacken lang. Und atme immer wieder mit einem weichen Gaumen aus. Wenn du magst, kannst du den rechten Arm heben und bleib in deiner Konzentration. Und dann langsam leg die Hände ab. Den linken Fuß und heb dein Knie. Komm mit dem rechten Fuß zum herabschauenden Hund. Schieb dich weit nach hinten, atme aus. In der Einatmung komm zum Brett. Ausatmen in die Bauchlage. So, nimm den rechten Arm vor. Beug dein linkes Bein und greife nach dem Fuß. Dein Knie wieder zurück,
Also in eine Linie zu deiner Hüfte. Und langsam, wirklich fühlend, den Fuß in die Hand drücken. Und wenn du hier etwas höher kommen möchtest, bring deine rechte Hand an deinen Körper ein Stückchen näher heran und heb dich dadurch etwas mehr nach oben. Dann langsam lösen. Stütz dich auf die Unterarme für die geneigte Sphinx. Komm jetzt nach rechts mit deinen Armen. Ja, gar nicht zu viel, entspann dein Gesäß. Lass gern die Augen für diesen Moment mit dir zugehen. Bring jetzt dein Gewicht auf den linken Arm und komm mit deinen Armen zur Mitte zurück. Die Hände neben deine Rippen und wir gehen mit dem Gesäß Richtung Fersen. Man muss aber eigentlich gar nicht ganz zu den Fersen aufkommen. Wir legen die Unterarme ab für den Delfin. Verschränk die Finger und nimm deinen unteren kleinen Finger rein. Mach deinen Nacken lang, stell die Zehen auf und schiebe dich wie im herabschauenden Hund nach hinten und hoch. Bleib dann entweder hier und erlaub dir immer wieder die Knie abzulegen. Wenn du, und das machst du, du beobachtest die ganze Zeit deinen Atem. Ja, wenn du merkst, der Atem fließt nicht gleichmäßig, ansonsten komm mit. Eine kleine Stärkung, stützt dich nach vorne in der Einatmung, schieb dich wieder zurück in den, wie beim herabschauenden Hund in der Ausatmung. Einatmen wie zum Brett nach vorne, ausatmen zurück. Ja, und bewusst mit deinem Atemfluss. Wenn du dich das nächste Mal zurückgeschoben hast, kommen die Knie zur Erde, leg die Fußrücken ab und wandere mit den Händen etwas weiter vor für das ganze schmelzende Herz. Okay, erde deine Hände, schieb das Becken etwas mehr zurück. Lass dich hier nicht ganz durchhängen, sondern bewahre dir etwas Stabilität. So eine sanfte Kraft, die du wahrnehmen kannst. So, ein Atemzug. Komm etwas hoch, lauf mit den Händen Richtung Knie und setz dich auf deine Fersen oder in den Schneidersitz. Und nimm deine Hände hinter deinem Rücken zusammen, entspanne dein Kinn zum Brustbein und streck die Arme durch. Heb nun den Brustkorb, heb gern den Blick mit und atme kräftig ein und aus. Den Blick zum Boden, das Kinn ein bisschen senken. Nimm die verschränkten Finger nach rechts. Die Schultern entspannen. Der Kopf geht etwas mehr nach hinten und in die Länge. Und wir neigen ihn nach rechts. So, wieder zur Mitte zurück mit dem Kopf.
Die verschränkten Finger nach links bringen. Entspann die Schultern. Spür nochmal die Länge im Nacken. Und leg dann den Kopf nach links. Komm zur Mitte zurück. Leg deine Hände nun in diese Geste, eine Handvoll Blumen. Die Handflächen zeigen zum Himmel. Schließ die Augen. Es darf in deiner Vorstellung gerne Blumen regnen in deine Hände. Spür dabei deinen Atem. Und öffne deine Augen, lass dein Kinn zum Brustbein sinken für Nackenkreise. Dann beginne langsam zu kreisen. Wenn an einer Stelle die Dehnung etwas stärker wahrzunehmen ist, kannst du gern noch einen Moment länger für dich da bleiben. Die Wirbelsäule schön lang, das Herz angehoben und der Kopf kreist gemütlich. So, kreise dann auch in die andere Richtung. Ist den Kiefer gelöst. Wir kommen langsam zur Mitte. Nimm die Hände nun eine lockere Faust und eine kleine Atemübung, die Tempelglocken schlagen. Du brauchst ein bisschen Platz nach hinten, sodass deine Ellbogen so ein bisschen ausschwingen können. Und es ist wieder so eine gegensätzliche Schwungbewegung. So, hat schon diesen Charakter von einem Schlag. Ja, es ist eine friedliche Tempelglocke, die geschlagen wird. Das heißt, wenn deine, es ist ein bisschen ein Verschrauben in den Armen mit drin. Wenn der Arm vorne ist, zeigt dein Handrücken nach oben. Und wenn du den Arm zurücknimmst, zeigt dein Handrücken nach unten. Also vorne oben, links nach unten. Und das ist dann entgegengesetzt. Du kannst es mal langsam machen für dich. Und dabei spüren, wie dein Brustkorb sich um deine Wirbelsäule dreht. So. Komm in einen Rhythmus, links ein, rechts ausatmen. Und dann werde so locker wie möglich in dieser Bewegung und komm gerne in eine betonte Feueratmung. Also es bedeutet, die Ein- und die Ausatmung wird betont. Wenn das sich nicht gut anfühlt, bleib in diesem Atemrhythmus. Auch wieder im Feueratmen, links ein, rechts aus. Dein eigener Atemrhythmus. Ich schalte mich selber mal aus und also in einer halben Minute hört ihr mich wieder. Langsamer schwingen, bleib im Rhythmus und dann zur Ruhe kommen. Halt die Schultern zurück, nimm die Hände mit den Fingerkuppen zu deinem Brustbein, dann öffne deine Arme ganz weit, dreh die Handflächen hoch, heb deinen Blick und atme zu deinem Herzen. Langsam beug dich vor in dein Kind.
Verweile hier einen Moment mit dir. Finde wieder die innere Nähe zu dir selbst. Oh, komm dann langsam hoch, setz dich neben deine Fersen und strecke vor dir dein linkes Bein aus. Wir gehen in den Drehsitz, das rechte Bein schlägst über dein linkes. Heb deine Arme, heb dein Herz mit an und komm nach rechts in die Drehung. Ausatmen. Halte dich mit deinem linken Arm gut an deinem Bein fest. Löse dann deine rechte Hand vom Boden, dein Daumen zeigt nach oben. Konzentriert bleiben beim Atmen. So, und dann umarme mit deinem rechten Arm dein Bein. Geh ich mal kurz nach links. Und stelle nun den rechten Fuß innen an dein linkes Bein. Flex den linken Fuß leicht zu dir heran. Heb die Arme in der Einatmung. Dynamisch gehen wir, also immer wieder ausatmen. Tief. Einatmen, heb dich. Ausatmen, beugen. Bauch rein und aus der Innenkraft. Richte dich auf. Ausatmen. Nochmal hochkommen, einatmen. Dann leg ab. Entspann auch gern den Fuß. Roll dein Kinn zum Brustbein ein. Und ganz im Kleinen, fast schon unsichtbar, darfst du auch hier dem Körper ein sanftes Federn schenken. Zieh den Bauchnabel nach innen, lauf mit den Händen bis hinter dein Becken und wechsel nun hier dein Bein. Stell den Fuß, den linken Fuß erstmal für den Drehsitz auf. Heb die Arme nach oben einatmen, ausatmen in den Drehsitz nach links. Und Länge im Nacken, Schultern sind tief. Und wir lösen den linken Arm. Der linke Daumen zeigt hoch zum Himmel. Umarme nun mit dem linken Arm dein Bein, dreh kurz gegen nach rechts. Und stell nun deinen linken Fuß innen am rechten Bein ab. Flexe den rechten Fuß heran. Einatmen, heb die Arme. Ausatmen, beuge dich zum Bein. Ein, heb dich, heb dein Herz mit an. Ausatmen, beugen. Einatmen. Und dann nach vorne gebeugt bleiben. Den Fuß gerne entspannen. Den Kinn einrollen. Und gemütlich zu deinem rechten Bein sinken. Sorg nun deinen Bauchnabel etwas ein. Lauf mit deinen Händen zurück. Streck dein linkes Bein mal einen Moment nach vorne aus. Greife nun mit beiden Händen an deinen Hinterkopf. Die Füße sind ganz entspannt. Und roll dich jetzt langsam nach unten ein.
Wenn die Dehnung zwischen den Schulterblättern am oberen Rücken, vielleicht auch am unteren Rücken spürbar wird, bleibst du. Und dann gib mit dem Kopf in die Hände etwas Druck, um dich aufzurichten. Lass die Ellbogen nach außen gehen. Atme hier ein und ausatmen und lösen wir die Hände. Und komm dann zum Liegen in die Rückenlage. Und bringe für dein Nadelöhr deinen rechten Fuß auf den linken Oberschenkel. So, greife dann durch, deine Hand vom Bauch kommend zum linken Schienbein. Entspann deine Schultern, die Bauchdecke und schaukel dich jetzt hier ganz sanft von links nach rechts. Es kann so ein bisschen das Knie herangezogen werden, dann schaukelst du dich wieder nach rechts. Also du lässt dein linkes Knie so ein bisschen kreisen. Ein, zweimal noch zu jeder Seite. Komm in der Mitte an. Stell den linken Fuß am Boden ab und streck dein rechtes Bein zur Decke aus. Greife mit deinen Händen um die Beinrückseite. Flexe deinen Fuß, wir kreisen mit unserem rechten Fuß. Und dann nochmal in die andere Richtung. Mach einen Ballerina-Fuß, roll dich jetzt auf, greif dann zu deiner Wade und lehn dich etwas weiter zurück. Also, leg dich wieder mit dem Rücken, dem Kopf ab. Wenn du magst, kann ein linkes Bein und etwas vorkommen. Den rechten Fuß jetzt flexen. Den Kiefer entspannen. Mal einatmen, ausatmen. Beug dein Bein und stell den rechten Fuß vor dem Becken ab. Nimm jetzt den linken Fuß auf deinen rechten Oberschenkel. Für den Nadelöhr. Und hier langsam ein bisschen von links nach rechts schaukeln. Und dabei wieder dieses von der Bewegung her ein kleines Kreisen entstehen lassen. Die Bewegung kommt zur Ruhe. Und wir stellen den rechten Fuß zurück auf die Erde ab. Strecken das linke Bein aus und greife um deine Oberschenkelrückseite. Und beginne jetzt mit deinem linken Fuß zu kreisen. Und dann auch in die andere Richtung.
Mach dann den Ballerina-Fuß. Roll dich auf und greif mit den Händen zur Wade. Leg dich dann wieder zurück zum Boden ab. Gerne auch das rechte Bein strecken und langsam den linken Fuß zu dir heranflexen. Mal ausatmend den Fuß aufstellen. Stell den rechten Fuß auch mit an dein Becken heran. So, dann heb dein Becken, einatmen, beide Arme gehen zurück. Ausatmen, beide Arme vor. Und das Becken ablegen. Einatmen, heb dein Becken, die Arme gehen nach hinten. Ausatmen, abrollen, Arme vor. Wir rollen nochmal auf, lassen die Arme hinter dem Kopf. Beim nächsten Ausatmen rollen wir mit dem Rücken zum Boden ab. Spür jetzt nochmal die Schultern aufliegen, den unteren Rücken in die Erde. Und lauf dann, solange dein unterer Rücken Kontakt zum Boden hat, auf deinen Fersen etwas nach vorne. Ja, vielleicht kommst du jetzt ein bisschen weiter, vielleicht fühlt sich das einfach ein bisschen weicher und freier an. Atme zweimal tief durch und dann löse und komm in ein Päckchen. Lockeres Schaukeln. Und dich dann gemütlich in Shavasana legen für deine Entspannung. Spüre für dich, dass du bequem liegst. Deine Schulterblätter gemütlich. Deine Arme voller Leichtigkeit. Und entspannte Beine. Beobachte jetzt deinen Atem. Ich erlaube dir mit jedem Atemzug mehr Leichtigkeit und Ruhe. Leichtigkeit ein, Ruhe ausatmen. Leichtigkeit einatmen, ausatmen, in die Ruhe sinken. In dieser Ruhe begegnest du dein wahres Ich. Dein freies und zufriedenes Ich.
dieser Ruhe kannst du dich finden. All die Freude in dir. Deine Dankbarkeit und Zufriedenheit erkennen. Und jetzt für diesen Moment ganz nah bei dir selbst zu sein. In dieser Ruhe betrachte dich, wie wenn du neben dir sitzen würdest. Und wenn du dich so anschaust, dann frage dich, was du dir selber wünschst, was du dir wünschen würdest, wenn du selbst dein bester Freund wärst. Nimm das mit tiefen Atemzügen für dich an. Und spüre, wie dir das gut tun kann. Lass dann mit der Tiefe in deinem Atem auch die Bewegungen in deinem Körper zurückkehren. Beweg dich immer größer und atme etwas tiefer. So dass alle unwichtigen Gedanken liegen, vielleicht ein, zwei wichtige Erkenntnisse nochmal in dein Bewusstsein verankern, mit einem tiefen Atemzug. Und dann kehre zurück zum Sitzen. Heb deine Arme dann hier nochmal an. Regel dich ein bisschen. Atme, um dich zu wecken. Wieder ganz klar bei dir selbst zu sein. Einatmen, streck dich. Und mit der Ausatmung leg die Hände an dein Herz, schließ die Augen. Und mit gesenkter Stirn zu den Händen. Dankbarkeit für dich selbst in deinem Herzen entstehen. Und verneige dich mit dieser Dankbarkeit und Zufriedenheit vor deinem wahren Ich und vor allem Höheren. Namaste.